Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Angespielt Alwas Awakening. Ein Spiel, welches auf Steam existiert von Elden Pixels. Und ich würde sagen, wir spielen... Kann ich den löschen? Ich habe den irgendwann scheinbar schon mal angespielt. Und wir werden es nochmal anspielen, und zwar in Videoform. Das Land Alwa war einst ein wunderschöner und friedlicher Ort mit lebhaften Seen, klarem Himmel und üppigen Wäldern. Die dort lebenden Menschen waren frei. Sie sorgten sich umeinander und kümmerten sich um das Land. Ich kann es übrigens nicht überspringen, sonst würde ich es machen. Aber es macht ja nichts. Kann man ein bisschen die Geschichte hören. Doch eines Tages war der Frieden vorbei. Jemand wollte Alwa für sich und ein mystisches Wesen namens Vikar erschienen. Nicht mit Waffengewalt, sondern mit purem Hass begann er, das Volk von Alwa zu versklaven. Niemand konnte ihm entkommen. Vikar gründete die Wächter. Zusammen raubten sie die Ornamente, von denen man sagt, sie verleihen ihrem Besitzer große Macht. Die Ornamente waren immer im Besitz des Volks, sicher vor dem Bösen. Als Vikar sie raubte, schien alle Hoffnung verloren. Unter der dämonischen Herrschaft von Vikar waren die Menschen hilflos und das Böse verbreitete sich im ganzen Land. Das Dorf, in dem die Ornamente aufbewahrt wurden, wurde zerstört und alle Hoffnung war verloren. Ein dunkles Zeitalter brach an. Doch bald änderte sich die Lage. Das Volk von Alwa ist bereit zu kämpfen und eine Heldin wurde aus einer anderen Welt gerufen. Wir. Wahrscheinlich. Verlorenes Tal. Ich könnte eigentlich schon Synchronsprecher werden, oder? Ich muss schon sagen, Sö, wach auf, Sö. Kann ich hier irgendwie... Ich brauche noch kurz meine Steuerung. Moment. Leertaste? Nö. Ich bin im Spiel drin. Interessant. Ich kann mit nicht einer einzigen Taste das weitermachen. Q, W, E, T, Z, U, I, O, P. Nö. Nö. Doch, da irgendwas. Irgendwo ist das. Die ewige Flamme muss brennen. Mit N. Was ist denn mit N? Hallo Sö, du bist im... Zoe natürlich. Du bist im Land Alwa. Ich bin Saga und habe dich hergeholt. Na gut. Move on. Komm, beweg dich. Achso, ich kann nicht so. Ich kann derzeit nichts. Oder ich kann mit Leertaste springen. Okay. Mit B haben wir Magie-Items andere. Okay, was, wenn ich hier reinfliege? Oh, es gibt sogar einen Todescounter. Gut. Wir sind schon einmal gestorben. Das ist ein Skelett. Da ich aber derzeit noch über keine Magie verfüge, wird dieses Skelett noch weiterhin leben, schrägstrich sterben, weiter tot sein, was auch immer. Was haben wir denn da schon? Ist ein Zauberstäbchen? Juhu, du findest einen Zauberstab. Du kannst fühlen, dass dieser Gegenstand etwas ganz Besonderes ist. Greif mit Angriff an, um Feinde zu bekämpfen und bestimmte Mauern zu zerstören. N ist bekämpfen. Gut, na dann ist es so. Bestimmte Mauern zu zerstören. Auf jeden Fall kommt man da oben und rechts irgendwie noch lang. Ah ja. Ein Attack reicht auch schon. Unter mir sind Stacheln. Was haben wir hier? Rechts Bernsteinheiligtum.
Ich möchte aber erstmal nach oben. Das ist schon viel interessanter hier. So was wie Erfahrung scheint es hier nicht zu geben, deswegen werde ich mal die Gegner nicht besiegen. Ist eigentlich schade. Ich mag es immer, Erfahrung zu bekommen. Wenn ich einen Gegner besiege, dann möchte ich dafür auch gerne was haben. Eine blaue Perle. Ah. So ein Ärger aber auch. Es gibt noch keinen Double Jump. Ach. Das ist ja öde. Wir könnten darüber. Wir können es aber auch sein lassen. Zack. Kein Problem, wo ich hier bin, aber auf jeden Fall können wir hier lang. Ich glaube zwar nicht, dass es zu Sorry gehört. Aber hey, was soll's. Es wäre so langweilig, wenn wir die Story verfolgen würden. Sowas aber auch. Guck mal, jetzt auch noch lang. Ist auch sowas wie die Sternchenblöcke. Komm ich auch nicht hoch, oder? Ist ärgerlich. Gut, was ist, wenn ich den Sternchenblöcken da gehe? Ein Altar. Ah. Ein Speicherstand. Teleporter aktiviert. Und da ist ein... Eine Wache. Hinter dieser Tür liegt das Bernsteinheiligtum, der erste Schritt auf deiner Reise. Darin findest du ein grünes Juwel und einen starken Feind. Wenn du das Juwel gefunden und den Feind besiegt hast, kehre zur Stadt zurück. Dieses Dungeon ist gefährlich. Also brauchst du eine Karte, rede mit Platt im Westen und hol dir die Karte und lass dich hier eintreten. Ach, leck mich doch. Wo komme ich hin? Dachte ich mir schon. Das andere wäre irgendwie sinnlos gewesen. Also bin ich hier doch richtig, oder wie? Hm. Was haben wir hier? Rechts Westwald. Ah ja, also muss ich tatsächlich hier lang. Ich habe also nichts falsch gemacht. Ich habe es intuitiv richtig gemacht. Wahrscheinlich mit Gas beim anderen. Etwas Equipment oder so? I don't know. Du findest eine Karte. Wenn du in den Inventar schaust, zeigt sich dein Standort. Versuche es. Uff, Spiel beenden. Nein. Stopp. Ah. Okay. So, Karte 0%, 10% Items. Im Westwald gibt es 5 Orbs zu finden. Und wir sehen 5 Gegner. Aber sonst sehe ich ja nicht viel. Was gibt es hier noch Schönes? Huch. Boah. Was? Ori. Wenn die tief in die Höhe gefällt, dann weißt du, was er mächtig ist. Hier? Schau nicht so lange ins Licht. Ah ja. So, so. Ah, hier haben wir ein kleines Dörfchen auf jeden Fall. Jetzt nochmal ein Speicherpunkt. Oh, hier ist mal. Sich B, N und Leertaste und dies und das und jenes. Mit einem grünen Juwel kann ich sie passieren. Jetzt habe ich zumindest die Karte. Und kann in den Dungeon hineingehen. Das werden wir jetzt noch tun. In die Höhle außerhalb der Stadt, das ist reden über Ritter. Der wird den Eingang zum Bernstein öffnen. Da findest du ein grünes Juwel und einen starken Feind. Bevor du gehst, suche in diesem Haus nach der Karte auf Alva. Von Alva, sie wird dir auf deiner Reise nutzen. Achso. Alva heißt also das Land. Verlorenes Tal. Tschüpp.
Wir können auch 99 Orbs halten. Hier gibt es 7 Orbs in dem Tal. Im verlorenen Tal. Ein Bernsteinheiligtum. Ich komme da oben nicht hin, das geht mir voll auf die Nerven. Das ist ein Orb, welchen ich irgendwann nochmal sammeln müsste. Oder welchen man da entsprechend nochmal sammeln muss. Wenn man denn da rankommt. Auf jeden Fall haben wir unseren ersten Orb. Yay! Cool! Links ging es auch noch lang, ich weiß. Lass uns Schlüssel. Den haben wir uns hier schon mal geholt. Rechts ging es ja leider nicht weiter. Pfiu, pfiu, pfiu. Ups. Oh Gott, hast du mich erschrocken, ey. Oh, dieses diese Steuerung. Zum Grützen, zum Kotzen. Aber da unten ist noch eine Falle. Hinter dem verstecken wir uns mal, hinter dem Klotz. Netter Versuch, du spuckendes Monster. No. No. Sowas aber auch. Wieder ein Orb. Keine Ahnung, was sie mir bringt. Ein Knopf. Oder auch nicht. Noch kein Knopf. Der wächst. Ah, doch, so. Chip. Tja, jetzt irgendwie hier lang. Ja, genau. So siehst du aus. lass mal. Ich gehe erstmal hier lang. Ein Savepoint und eine Lanzenkriegerin. Hier und entzünde die Flamme in der Mitte des Raumes, dann kannst du von hier aus neu beginnen, wenn dein Abenteuer endet. Ah, guck mal, normalerweise würde ich von der Seite reinkommen. Das ist der Anfang gewesen, oder? Hätte sonst gar nicht weitermachen können, ne? Weil hier das gefehlt hat. Sonst wäre man nicht weitergekommen. Ich bin also intuitiv, wie gesagt, gleich richtig gelaufen. Also die Frage, rechts oder links lang? Wir laufen mal so, dass wir beide Wege noch haben. Kein Thema. Das ist noch ein Schlüssel. Gott. Die Steuerung zum Gotzen. Ja, sollte ich nicht runter, sonst kriege ich nämlich einen Feuerball ab. Kann man also nicht empfehlen, da links runter zu laufen. Also kannst du nicht dodgen. Dann kriegst du direkt einen Feuerball ins Gesicht. Oh, was bist du denn für einer? Du schießt durch, wenn du durch. Das finde ich aber unfair. Ach Gott, da komme ich gar nicht mehr hoch. Wow! Wow, ja gut, links kann man sich entsprechend den... Okay. Interessant. Gut, meine Freunde, ich würde tatsächlich sagen... fortsetzen. Gerne.
Ah, da. Ja, das war's gewesen und angespielt zu Alvas Awakening. Ein älteres Spiel wahrscheinlich. Oder zumindest eine ältere Grafik. Wer Lust drauf hat, kann sich's ja auf Steam gerne mal angucken. Das war's gewesen. Bis zum nächsten angespielt. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.